Es wird schon nachgefragt. Normalerweise machen wir das sonntags. Heute am Montag die aktuellen 15 bzw. 16 Tage Trends, die Ensembles. Grüße Sie und grüße euch. Und das kann ich schon mal vorweg sagen. Es wird sich an dieser wechselhaften Wetterung, die wir derzeit haben, den Rest des Monats relativ wenig ändern. Wir beginnen im Norden. Die Linien kennt ihr. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren. Die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen und alle Modellberechnungen in einzelnen, findet ihr hier in bunt. Und je enger die aneinander liegen, desto sicherer ist die Vorhersage. Die gehen zwar im Norden dann ein bisschen weiter auseinander. Es gibt so einen kleinen Cluster, der bleibt oben. Der große Rest geht runter. Wir verbleiben aber hier meist unterhalb des langjährigen Mittels. Das heißt, der Juli wird hier unterkühlt weitergehen und hier auch wohl deutlich zu kalt ausfallen. Durchweg wechselhaft ist es ebenfalls, zumindest leicht wechselhaft. Die Zacken, die wir hier unten sehen, das sind die sogenannten Niederschlagssignale. Wenn wir in den Westen gehen, da sehen wir ein größeres Auf und Ab. Jetzt erst einmal ein Ab, dann wieder ein Auf, dann wieder ein Ab. Später geht es eher gemäßigt weiter mit, aber einer immensen Schwankungsbreite. Warum das so ist, schauen wir uns am Ende an. Zum Monatsende wird es hier eher wechselhaft. Ansonsten haben wir so bis zum 20. eher eine trockene Witterung, außer jetzt in der Woche um die Wochenmitte. Da wird es ein paar Schauer und Gewitter geben. In der Mitte haben wir im Prinzip genau das gleiche Spiel. Das sind ein paar große Ausreißer nach oben, aber auch einige nach unten. Und wenn wir nochmal zurückgehen, hier 18 Grad in 1500 Meter Höhe und hier beispielsweise nur noch 2 Grad. Das sind große Unterschiede der Luftmassentemperatur. Das ist die Subtropikluft und das ist die Nordmeerluft. Und auch hier zum Ende leicht wechselhaft. Im Osten, da bleibt es wohl unterkühlt. Wir tangieren kurzzeitig mal das langjährige Mittel. Und ähnlich wie im Norden gibt es einen kleinen Cluster, der oben ist. Der Rest geht runter. Und jetzt haben wir vorübergehend mal ergiebigen Regen im Osten. Endlich! Und im weiteren Verlauf geht es jedoch dann eher leicht wechselhaft weiter, immer wieder mit Schauern und Gewittern. Eine lange, trockene und heiße Phase ist hier nicht in Sicht. Ein bisschen wärmer ist es im Süden. Hier schwankt es und wellt es rum mit großen Unterschieden. Und die ganze Zeit über ist es hier wechselhaft. Es sind nur wenige Tage dabei, die mal trocken sind. Jetzt zu Wochenbeginn die absolute Ausnahme, dann wird es hier wieder nass. Wir schauen in die Westalpen, in die Schweiz. Auch hier Schwankungsbreite, später geht es im Schnitt weiter. Am Anfang und am Ende ist es leicht wechselhaft. Dazwischen fällt mal weniger Regen. Anders sieht es im Osten aus, wie hier rund um Wien. Erst unterkühlte Temperaturen, dann eher doch alles im Schnitt. Und phasenweise ist es hier sogar ziemlich nass. Wir sehen ganz schön viele Hütchen hier, die immer wieder Niederschläge bringen. Wien hat auch keine große Hitzewelle oder der Osten Österreichs in der nächsten Zeit zu erwarten. Eine trockene Phase, ungewöhnlicher Dings, haben wir jetzt mal auf der Alpen-Südseite. Das liegt daran, dass wir auf der Alpen-Nordseite das Tief haben, das den Regen gegen die Alpen klatscht und entsprechend ist es hier trocken. Später, wenn sich das Ganze wieder so leicht erholt, dann geht es hier konvektiv weiter, sprich mit Schauern und Gewittern. Wir schauen auf die gemittelte Großwetterlage Richtung Ende des Monats. Das Azorenhoch, Keil, Österreich, Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien und die Benelux-Länder. Und dieser Hochkeil, der liegt ziemlich weit im Süden. Das heißt, hier sind wir eher in der wechselhaften Zone. Die Tiefs bleiben im Norden. Das heißt, die Wetterlage ist wie gehabt. Und wenn wir uns die Höhenkaltluft anschauen, die liegt nördlich von Deutschland. Die Höhenwarmluft mit der stabilen Luft, die liegt südlich von Deutschland. Und wir müssen uns diesen Hochkeil wie so ein flatterndes Band im Wind vorstellen. Mal wellt das nach oben, dann kommt Wärme oder Hitze, allerdings nur kurz, häufiger im Süden, weniger im Norden. Und mal flattert das Band wieder nach unten und dann bricht die feuchtkühle Nordmeerluft bis in den Süden voran. Und so geht es mindestens bis Ende des Monats weiter. Gemittelt sieht es wie folgt aus. Die 10 Grad Isotherme verläuft über dem Norden Deutschlands. Man kann Pi mal Daumen um diese Jahreszeit 15 Grad bis zum Boden draufrechnen. Das heißt, es sind zwischendurch sommerliche Temperaturen dabei, mehr im Süden, weniger im Norden. Zu guter Letzt noch der Blick auch auf die gemittelte Karte, was die Abweichungen vom langjährigen Mittel angeht. Und da sind wir in einer Zone total im Schnitt. Aber im Norden ist es nicht richtig kalt, im Süden nicht richtig heiß. Das heißt, eine große Hitzewelle ist eher unwahrscheinlich, genauso wie eine große Kältewelle. Wir dümpeln so ganz, ganz langsam dahin in die Hundstage und dann wohl so später auch in den August.